Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Altmaier, ich habe Ihnen ja sehr genau zugehört und war einigermaßen erstaunt. Wenn ich das richtig verstehe, ist man proeuropäisch, wenn man für Aufrüstung ist, für Sozialabbau ist, für eine falsche Verschuldung ist. Und antieuropäisch, wenn man für Frieden ist, für Abrüstung ist und für jeden Verzicht auf Sozialabbau. Ich kann dem nicht folgen, überhaupt nicht. Wir sind für die europäische Integration, aber für eine vernünftige. War es allerdings heute, entscheiden wir hier über eine Schicksalsfrage, und zwar für unsere Gesellschaft und für Europa. Ich darf Sie daran erinnern, dass dieser Bundestag innerhalb einer Woche bei der Finanzkrise entschieden hat, einen Rettungsschirm für Banken und Versicherungen im Umfang von 480 Milliarden Euro aufzubauen. Ich darf Sie daran erinnern, dass dieser Bundestag innerhalb einer Woche beschlossen hat, einen Rettungsschirm für Griechenland im Umfang von 110 Milliarden Euro aufzustellen, mit einem deutschen Anteil von über 22 Milliarden Euro. Und ich darf Sie daran erinnern, dass heute wieder innerhalb einer Woche dieser Bundestag beschließen will, eine Euro-Rettung aufzubauen von 750 Milliarden Euro mit einem deutschen Beitrag von 148 Milliarden Euro. Wissen Sie, Frau Bundeskanzlerin, übrigens, Sie lesen doch heimlich sowieso nachher meine Reden, hören Sie doch lieber gleich zu. Also mal abgesehen davon, ja, würde ich Ihnen gerne eine Sache sagen. Wenn wir hier mal um eine Million kämpfen im Bundestag für einen sozialen oder einen kulturellen Zweck, dann braucht das 9 Monate, bevor wir das Nein bekommen. Aber wenn es um zig Milliarden geht, läuft alles innerhalb einer Woche in diesem Bundestag. Das müssen Sie der Bevölkerung mal erklären. Nur wurde in diesen Wochen immer über viel Geld entschieden, aber es wurde nie entschieden, endlich eine Regulierung der Finanzmärkte einzuführen. Die Leerverkäufe, die Kreditausfallversicherung, die Hedgefonds, alles lief weiter wie vorher. Damit haben Sie doch die Spekulanten und Banker animiert, auf erhöhte Staatsschulden zu wetten. Die gegenwärtige Krise ist die logische Konsequenz aus der Finanzkrise vom Oktober 2008 und ihrer falschen Bewertung, weil sie eine riesige Staatsverschuldung organisiert haben, die jetzt wieder genutzt wird von den Spekulanten und den Bankern. Übrigens, die ersten Opfer in der EU, das war gar nicht Griechenland, das erste Opfer. Die ersten Opfer waren Ungarn, Rumänien und Lettland. Die waren am Ende. Und dann gab es Milliarden vom Internationalen Währungsfonds und von der EU. Lettland hat daraufhin genau den Kurs beschritten, den Sie jetzt auch Griechenland und Spanien und Portugal vorschreiben. Die haben die Löhne um 25% gekürzt, in der Privatwirtschaft sogar um 30%. Die haben die Mehrwertsteuer erhöht. Die haben die Zuschüsse für Krankenhäuser um 43% gesenkt. Die Folge ist ein Rückgang in der Nachfrage im Einzelhandel um 30%. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 22%, der höchste Stand in der EU. Die Wirtschaftsleistung ist geschrumpft. Und trotzdem ist ja die Frage, muss man der Bevölkerung mal beantworten, warum haben wir uns denn hier eigentlich nicht mit Ungarn, Rumänien und Lettland beschäftigt? Ja, aus einem Grund, weil die keinen Euro haben und weil die uns gegenüber ihre Währung abwerten konnten. Und das funktioniert bei Griechenland, Portugal und Spanien nicht, denn wir haben mit ihnen eine Binnenwährung. Und ich darf Sie noch einmal daran erinnern, dass wir hier die Schilder hatten, Euro so nicht. Wir haben niemals gesagt, Euro nein. Wir haben gesagt, Euro so nicht, weil wir vorher eine Steuerharmonisierung, eine Harmonisierung der sozialen und ökologischen Standards sowie der Löhne gefordert haben. Aber Sie alle waren ja schlauer und haben gesagt, das brauchen wir alles nicht. Wir machen den Euro gleich und jetzt bezahlen wir die Quittung dafür. Sagen Sie doch mal einmal hier ehrlich, die Linken hatten Recht und wir hatten Unrecht. Das müssten Sie mal über Ihre Lippen bringen. Und jetzt verlangen Sie, habe ich ja schon gesagt, von Griechenland, Portugal und Spanien den Weg, den Lettland schon falsch gegangen ist. Und wissen Sie, wie das Ganze aussieht? Da ist ein Bäckermeister, der ist fast pleite und bittet um einen Kredit. Und dann sagen Sie, ja, du kriegst den Kredit unter zwei Bedingungen. Erstens musst du deine beiden Verkäuferinnen entlassen und zweitens musst du von deinen zwei Backöfen einen verkaufen. Dann ist der hinterher noch mehr pleite als vorher. Das ist die Art der Politik, die Sie betreiben. Und das kann nicht gut gehen. Denn der Sozialabbau, ja, der Sozialabbau ist doch nicht nur ungerecht, sondern der drosselt doch auch die Wirtschaft. Und was passiert denn, wenn ein Land sich immer stärker verschuldet? Dann braucht es doch Wachstum, um die Schulden zurückbezahlen zu können. Wenn Sie aber die Wirtschaft drosseln,
heißt es, dass die gar nicht in der Lage sind, die Schulden zurückzubezahlen, es sei denn, sie nehmen neue Schulden auf. Wenn sie dann neue Schulden aufnehmen, wird die Verschuldung immer größer und die Spekulanten und Banken wetten und zocken dann gegen dieses Land, wie wir es jetzt erleben. Wir kennen das aus Mexiko, wir kennen das aus anderen Ländern. Was passiert dann? Dann wird der Weg gegangen, die Schulden teilweise zu erlassen. Das ist auch interessant. Darüber spricht ja nur Josef Ackermann, Thomas Mayer, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, und wir, die Linken. Auch interessant, warum das so ist, kann ich Ihnen erzählen. Weil schon die öffentliche Debatte darüber eine neue Spekulationswelle auslösen kann. Und weil Ackermann und andere ja durchaus daran interessiert sind, dass es eine neue Spekulationswelle gibt. Warum? Wenn die Staatsverschuldung abgewertet wird, also wenn die teilweise sozusagen gestrichen wird, dann haben die ja alle Kreditausfallversicherungen geschlossen bekommen, das voll erstattet. Und selbst wenn sie keine geschlossen haben, haben sie etwas davon, weil sie zusammen mit anderen gewettet haben bei den Kreditausfallversicherungen darauf, dass Griechenland und andere Länder nicht pünktlich zurückzahlen. Dann kriegen sie auch eine dicke Marke an Geld. In beiden Fällen nutzt es ihnen, aber nur ihnen. Und deshalb sage ich Ihnen, das kann sinnvoll sein, abzuwerten, aber nur unter einer Bedingung, dass wir vorher eine Regulierung vornehmen, die ausschließen, dass solche Spekulationsgewinne entstehen. Genau das muss passieren. Und genau das fordern wir auch ein. Denn alles andere bedeutete, dass das Geld, was Sie heute beschließen, wieder nur zugunsten der Banken und der Spekulanten fließen. Und genau das können wir nicht zulassen. Und ich sage mal auch, Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen doch merken, dass sie jetzt am Nasenring durch die Manege geführt werden. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Die EU-Finanzminister müssen eine Entscheidung bis zu einer bestimmten Uhrzeit treffen, weil dann die Tokioter Börse öffnet. Merken Sie denn nicht, dass das die Demokratie beschädigt? Wieso sind wir denn abhängig von einer Börse? Warum können wir nicht wieder die Herrschaft der Politik über die Finanzwelt begründen? Nein, wissen Sie, die Linke hätte Regulierungsmaßnahmen beschlossen, die uns längst aus der Situation herausgebracht hätten. Und im Unterschied zur FDP hätten wir darauf geachtet, die Demokratie wiederherzustellen durch ein Primat der Politik über die Wirtschaft und über die Finanzwelt. Aber ich komme ja noch zu den Alternativen. Aber ich muss jetzt ja auch mal sagen, FDP und Union haben ja an einem Punkt recht. Die Hedgefonds, die Leerverkäufe, die gesamte Deregulierung des Finanzmarktes sind von SPD und Grünen eingeführt worden. Nun hat uns die ehemalige Staatssekretärin Hendricks kritisiert und gesagt, dass wir das sagen, aber nicht hinzufügen, dass ja die Hedgefonds in Deutschland besonders reguliert sind, während sie in Großbritannien nicht reguliert sind. Liebe Frau Hendricks, da muss ich Ihnen sagen, dass Ihr damaliger Parteivorsitzender Müntefering hinsichtlich der deutschen Hedgefonds darauf hinwies, dass die wirken wie Heuschrecken, die Kritik kam gar nicht von uns. So doll war Ihre Regulierung also keineswegs. Und Sie sind noch einen anderen falschen Weg gegangen. Sie sind nämlich den Weg der Staatsverschuldung durch falsche Steuersenkung gegangen. Darf ich Sie daran erinnern? Sie haben die Körperschaftssteuer von 45% auf 25% gesenkt. Sie haben den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer von 53% auf 42% gesenkt. Sie haben keine Börsenumsatzsteuer begründet. Und Sie haben auch auf die Vermögenssteuer verzichtet. Das alles hat natürlich zu einer gigantischen Verschuldung geführt. Und jetzt muss ich Ihnen allerdings sagen, die große Koalition von Union und SPD ist ja den Weg weitergegangen. Sie haben dann die Körperschaftssteuer von 25% auf 15% gesenkt. Und nun kommt Ihre Koalition und dann machen Sie Ihr Wachstumsbeschleunigungsgesetz und schenken den Hotels und Unternehmen weitere 2,4 Milliarden Euro. Genau so haben Sie die Staatsverschuldung verursacht. Kollege Gysi, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hendricks? Ja, selbstverständlich. Also das, was Sie da gerade zu den Hotels gesagt haben, das ist wirklich vollkommen richtig. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Dankeschön. Darf ich Ihnen aber vielleicht trotzdem noch einen kleinen Hinweis geben? Ja. Diese ganze Finanzmarktgeschichte ist wirklich vielfältig und kaum durchschaubar. Und deswegen will ich Sie nur darauf hinweisen dürfen, dass der Begriff Heuschrecken, der sich völlig zu Recht durchgesetzt hat und der in dem Zusammenhang von Franz Müntefering geprägt worden ist, sich nicht bezogen hat auf Hedgefonds, sondern auf Private Equity Fonds. Denn es hat in dem Zusammenhang
Franz Müntefering darauf hingewiesen, dass die da kommen, die mittelständischen Unternehmen aussaugen und wenn sie sie ausgesaugt haben, wieder fallen lassen und fortziehen. Und das sind die Private Equity Fonds und nicht die Hedgefonds. Ja, schönen Dank für Ihren Hinweis. Nur, dass die Hedgefonds genau dasselbe betreiben und im Übrigen, dass es unübersichtlich ist, verdanken wir Ihnen auch. Sie dürfen nicht vergessen, dass Ihr damaliger Bundesfinanzminister, ich bin gleich fertig mit der Antwort, der hat zu mir gesagt, Hedgefonds-Zulassung, Leerverkäufe zulassen, das war alles eine Frage, ob wir Kreisklasse bleiben oder Weltklasse werden. Nun sind wir in einer Weltklasse-Krise. Das darf ich doch immerhin mal feststellen.